Wollen wir doch mal schauen, ob der Windschutz vom Mikrofon so richtig funktioniert. Meinst du? Ja, ich hoffe. Herzlich willkommen zu einer weiteren, nicht ganz so ernst zu nehmenden Etappe auf dem Heidschnuckenweg. Diesmal von Wietzendorf nach Mühlen an der kleinen Oertze. Wie ihr seht, kommen wir dem Ziel immer näher. Wir hoffen, dass ihr uns bald beim Zieleinlauf in Celle am Schloss begleiten könnt. Und bis dahin ist aber noch ein paar Etappen entfernt. Wie immer könnt ihr dies hier verfolgen und auch gerne ein Like dalassen. Und bei Kritik schreibt's in die Kommentare. Nun wünschen wir euch aber viel Spaß auf der Etappe 8 des Heidschnuckenwegs. Das ist die Heide-Abschlussbasis für das Heide-Weltraumprogramm. Heide-Weltraumprogramm. Wir wollen jetzt nämlich demnächst auch Heide auf den Mond pflanzen. Heide-X oder was? Ja, genau. Das ist die Heide X7, die da gerade steht. Yeah! Vorbereitet für den Start. X7? Ja. Geil! Wir haben schon 6 also vorher gehabt, ja? Ja, die sind alle in die Luft geflogen. Ja, deswegen dieses komische Brachland hier. Cool, also. Naja, hier schon, weil sie aber auf das Festgelände auch gelegentlich müssen vom Heide X7. Heide X7, ja, aber die haben schon eine eigene Rettungsstation. Ja, weiß ich gar nicht. Weil ich glaube, da ist schon ihr Beobachtungsposten. Ja. Na, da. Da. Dahinter eigentlich, der alte Beobachtungsposten von der letzten Explosion. Schauen wir mal gucken. Oder ist auch ein Weg rein? Weg. Ja, lass los. Aua! Ei. Wenn ich das sehen könnte, das wäre der Hammer! Das ist ja der absolute Hammer! Also, das ist der Wahnsinn! Das müsst ihr gesehen haben! Das ist der absolute Hammer! Total. Pure Begeisterung. Heide X7 Beobachtungsposten. Ist das schwachsinnig? Dabei ist das Schwachsinn eigentlich gar nicht so unser Metier normalerweise. Nein. Wir sehen eine total ernste und seriöse... ach, ist egal. Vergiss es. Ich habe den Faden verloren. Ernst und seriös? Ja. Verehrtes Publikum, an dieser Stelle sehen Sie nun das Testgelände der Heide X7. Man bedenkt es doch weiter hinten. Ja, im Hintergrund sieht man die doch. Hier vorne ist X3 und man sieht auch, die haben eigentlich mal auf Bodenniveau angefangen, haben sich dann, nennen wir es mal durch Fehlversuche, etwas weiter in den Untergrund hervorgearbeitet. Aber es sind 2 Krater. Ja, 3, 1, 2 und 3, deswegen ist die 3 ja auch tiefer. Die haben das mehrmal verwendet, als Multi-Use-Testobjekt quasi. Je nach Fehlversuch haben sie gedacht, ah, da muss noch mehr gehen. Richtig. Wir müssen noch höher mit der Rakete. Genau. Das könnte sein. Also, wenn ihr nochmal irgendwann die Heide X7 beim Start sehen wollt, hier wäre der direkte Platz dafür. Wir haben nämlich im Hintergrund, da hinten müssen sie irgendwo sein, glaube ich, die X7 mit einem fantastischen Ausblick. Bei schlechtem Wetter gibt es auch da hinten ein kleines... Überdachtes Häuschen. Ja, das ist ein Hochsicherheitsunterstand. Also ein Hochsicherheitsunterstand, der die Druckwelle natürlich ja, durch seine Konstruktion um ableitet. Sich rumleitet. Ja, genau, der leitet die Druckwelle ab. Wahnsinn! So dass die neugierigen, zahlreichen Zuschauer dann doch vor der Explosion. Vor der Startdruckwelle natürlich. Ich meine nicht Explosion. Also das wäre Startdruckwelle. Wir nennen es einfach Startdruckwelle. Ja, genau, die dann quasi da in Sicherheit sind. Kommen Sie zur Heide X7, die Raketen stehen schon bereit. Oh, was da hin? Schauen wir uns auch mal diesen Schutzbunker an. Mit so einer ergonomisch geformten Bauweise. Es gibt sogar ein Gästebuch. Für den ergonomisch geformten X7 Bunker.
Mailis Tagebuch. Mach mal Autogramm. Jo! Mach der. Perfekt. Hast du den Datum beigeschrieben? Ja. Sehr gut. Oh, der Vizaberg. Der Vizaberg? Ist doch eigentlich mein Garten. Ah, mein Garten sagt mir. Ja, sehr verehrte Zuschauer. Mesdames et Messieurs, wir sehen hier einmal die Spielmäuse des Waldkindergartens. Hallo, seid ihr da? Wahrscheinlich. Gewechselt haben, indem wir zum letzten Mal den Landkreis gewechselt haben, wollte ich sagen. So, ja, mach das doch. Um mal ein bisschen rückblickend zu schauen, sind wir durch wie viele Landkreise gegangen? Wir haben angefangen in Hamburg. Dann sind wir Landkreis Harburg. Ja. Dann hatten wir den Landkreis Heidekreis. Ja. Dann Heidekreis. Und jetzt Zelle. Und jetzt? Jetzt! Landkreis Celle. Also ja, von ne, daher, wenn wir jetzt unter der Straße lang gehen, dann könnten wir heute schon da sein. Ja. Da wollen wir ja gar nicht. Aber wir nehmen uns lieber noch ein bisschen extra Zeit. Gucken, dass wir den Buschi wieder mit aufgabeln. Mal gucken, ob wir den wieder irgendwo finden. Der übrigens jetzt wahrscheinlich krank zu Hause liegt. In diesem Sinne, gute Besserung an Buschi. Und ja, wir hoffen dann zu dritt unser Ziel zu erreichen im baldigen, vielleicht sogar im Sommer. Ich hoffe im Sommer, dass es nicht mehr allzu lange hinauszieht. Sollten wir dieses Mal ja spätestens zum Sommer erledigt kriegen. Ich denke auch. Wie viele Etappen haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt die Etappe Nummer 8, müsste es glaube ich sein.
Ja. Von Wietzendorf nach Müden. Genau. Dann die Etappe Nummer 9. Von Müden nach Fassberg. Dann Etappe 10 von Fassberg nach. Ja, das ist eine gute Frage. Wo geht's da hin? Na. Ach, ne. Okay. Und dann kommt noch zweimal. Und dann müssen wir schon die Zeile sagen. Zweimal noch? Ja. Oder? Nee, 10 ist von Fassberg raus. 11, 12, 13. Ja, 13 ist dann nach Zelle rein, glaube ich. Naja, soweit ich weiß. Also, sind wir mal gespannt, welche Jahreszeit herrscht, wenn wir in Zelle einmarschieren. Genau. Aktuell haben wir jetzt Etappe 8 hinter uns. Wir stehen jetzt hier in Müden am Eingang zum alten Wildpark. Und ja, war eine relativ kurze Etappe mit nur 14 Kilometer angegeben. Aktuell haben wir 15 auf der Uhr. Haben noch einige Autos, die uns hier wieder kreuzen. Ein bisschen Straße. Die war nicht ganz so viel wie letztes Mal. Ganz kleines, ne? Hier in Müden selber. Und ja, hoffen, dass uns die nächste Etappe, wenn sie auch wieder so kurz sein wird, so bei 7 Kilometer angegeben, mal gucken, was sie auf dem Zettel hat, uns wieder dann bringt. Und von daher freuen wir uns auf nächste Mal. Ciao. Macht's gut.